Seite aufschalten, Hut gebunden. Brüllklöwe, oh, oh. So ist das mit der Technik, ja. Also, liebe Mittiere, beginne ich dann einmal gut darwinistisch. Wir sitzen hier alle als Hominidae und das ist immer gut, wenn man in diesem Bereich der neuen Naturtherapien sich bewegt, sich klar zu machen. Wir müssen anfangen, nicht mehr die Dinge nur vom Menschen her zu betrachten, sondern von der Natur. In der neueren Philosophie, was heißt neuer, also Merleau-Ponty hat das schon in den 40er Jahren getan, aber im Moment kommt das sehr stark auf, die Welt von der Welt her zu betrachten und nicht mehr nur vom Menschen. Der Mensch ist Teil der Natur. Und wenn wir Therapie mit dem Menschen machen, machen wir Therapie in der Natur und mit der Natur und durch die Natur. Und das nächste Stück Natur, mit dem ich jetzt in Kontakt bin, ist dieser Body. Aber dennoch, nicht? Fokussierung ist da. Und jetzt lassen Sie einfach mal diese Aufmerksamkeit fallen. Und schlagen Sie die Augen kurz nieder und dann nehmen Sie wahr, wie meine Stimme an Ihr Ohr dringt. Hören Sie genau zu. Und jetzt sind Sie mit der Aufmerksamkeit da, mit dem aktiven Wahrnehmungsmodus. Und jetzt lassen Sie es einfach wieder mal ruhen und schlagen den Blick hoch und sehen Sie, wie ich Ihnen ins Auge falle. Zwei Wahrnehmungsmodalitäten, die wir haben, aktiv wahrnehmen und rezeptiv wahrnehmen, denn Wahrnehmung ist nie passiv. Das ist Menschschuld. Also vorher stieg mir der Geruch in die Nase, jetzt schnupprig, wie riecht es denn hier? Also diese zwei Dinge, die Welt wahrnehmen, aktiv und rezeptiv, die Welt kommt auf mich zu. Und wir bewegen uns in einer Welt, die um uns herum ist und Aufforderungscharakter hat. Nicht? Dieser Frau Holle-Effekt, also pflück mich, schreien die Äpfel, das Brot sagt, hol mich raus. Nicht? Da ist die Welt, die mich ruft. Und dann habe ich die andere Möglichkeit, nämlich in die Welt zu gehen und auf Menschenweise in die Welt zu gehen. Und das bedeutet, dass ich eben nicht mehr so wie Gnu und Zebra und die Felide und die Canide auf die Welt zugehe, sondern ich gehe in einer reflexiven Bewusstheit auf die Welt zu. Ich gehe mit meinen Mitmenschen im Konvoi. Ich bin nicht alleine auf der Lebensstraße in der Welt. Ich gehe im Konvoi meiner menschlichen Mittiere, meiner Mitmenschen und meiner animalischen Mittiere, und dann sehen Sie, wie schwierig es ist, Mensch und Tier dann noch auseinanderzuhalten, besonders bei den höheren Tieren, die mit einer gewissen Empathie ausgestattet sind, die eine gewisse Theory of Mind haben. Man darf das nicht überschätzen, nicht? Also sie verstehen nichts von Ästhetik und verstehen auch nichts von der ökologischen Problemlage auf dieser Welt. Ich kann auch mit Ihnen darüber nicht diskutieren. Aber ich kann mit ihnen zusammen fühlen in bestimmten Bereichen und ich kann mit ihnen auch zusammen denken, auch nicht mit allen Tieren, aber mit dem Border Collie kann ich sehr gut zusammen denken. Und dann sehen Sie, wir sind in diesem Mensch-Tier-Bereich oder Tier-Tier-Bereich in einer Bewegung, die Grenzen hatten, die sich immer wieder überschreiten, aber auch an Grenzen kommen, die sich nicht überschreiten lassen. Ich fange also diesen Vortrag an mit einer anthropologischen Reflexion und ich müsste eigentlich, wenn ich meiner Denkschule Merleau-Ponty folge, müsste ich von einer mundanologischen Reflexion sprechen. Ich denke über die Welt, über die Natur nach. Ich empfehle Ihnen die neuen Bücher von Wolfgang Welsch, einem der bedeutendsten deutschen Philosophen, der eine Mundanologie entwickelt hat, und er tut gut daran.
Und deswegen ist das auch ein bisschen schwierig, wenn man hier als Psychotherapeut spricht. Ich stehe hier nicht als Psychotherapeut, sondern ein Vortragsthema, ich lese es Ihnen nochmal vor und mir lese ich es auch nochmal vor. Ich weiß es ja nicht. Also die dritte Welt integrativer Therapie, also steht nicht integrative Psychotherapie und das ist auch ganz bewusst so gewählt. Ich spreche manchmal von integrativer Humantherapie in Analogie zu Humanmedizin und das kann man so machen. Und dann steht im Untertitel tiergestützte Garten- und landschaftstherapeutische Intervention. Das heißt also, ich spreche nur in einer Teilidentität als Psychotherapeut, als approbierter Psychotherapeut, auch approbiert für Kinder- und Jugendliche Psychotherapie und der österreichischen Therapeutenliste auch noch drin. Ich bin so ein bisschen europäisch unterwegs, aber das ist nur eine Seite, weil wir schleppen natürlich mit dem Psychotherapie-Begriff diesen abendländischen Dualismus, Körper-Seele-Dualismus mit uns und der ist überhaupt nicht mehr angesagt. Die Psychotherapie müsste, wenn Sie sorgfältig nachdenken würden wieder einmal, der Karl Bühler hat das ja schon gesagt, also was ist das denn mit der Psycho-Frage, was ist Psyche? Nicht? Also wir kommen da direkt in große Probleme und insofern ist es recht interessant, dass wir die tiergestützte oder naturbeteiligte, vielleicht noch niemals gestützten, naturbeteiligten Therapieformen haben, weil die uns wieder auf dieses Grundsatzproblem der Körper-Seele-Spaltung führen. Also ich spreche nur partiell als Psychotherapeut. Und eigentlich ist die Psychotherapie etwas, was überwunden werden muss. Und zwar nicht nur auf der Ebene der modernen Philosophie, sondern auf der Ebene der modernen Neurobiologie, auf den Grundlagen, was Neurobiologen, Neurowissenschaftler erforschen, ist das auch eine Notwendigkeit. Denn wir sprechen heute vom Embodied Mind. Das heißt also, wir wissen, dass Kognitionen entstanden sind, evolutionsbiologisch entstanden sind, durch die Einleibung, die Verkörperung von Welterfahrung. Nicht? Aus der protokulturellen Zeit vom Homo habilis bis zum Neandertalensis und dann mit der großen Explosion im jüngeren Paläolithikum, nicht, wo die Sapiens hominiden, die Neandertalensis, ich wohne 5 Minuten vom Neandertal entfernt, ich weiß, wovon ich spreche, an die Seite gedrängt haben. Und dann sehen wir, dass hier eine ganz andere Sicht aufkommt. Nicht? Der Mensch verleiblicht Natur, verleiblicht Welt. Die Natur kommt in den Menschen herein, wohnt in ihm, haben wir früher gesagt. Nicht? Also wohnt die Natur in uns? Nein. Wir sind Teil der Natur, wir sind in der Natur, mit der Natur verschränkt. Merleau-Ponty hat einmal diese schöne Metapher vom Verschränktsein, vom Scharnier zwischen Innen und Außen gesprochen. Und wenn wir so anfangen, über die Natur und die Menschen in der Natur und die Menschen mit der Natur nachzudenken, dann sprechen wir lieber von einer ganzheitlichen Therapie, die körperlich ist, nämlich die Gesamtheit der biologischen, physiologischen, neurobiologischen Prozesse und ihres Lernens. Definition Körper, ja. Die biologischen, da ist Genetik drin, da ist das evolutionäre Erbe drin, das neurobiologische, das physiologische, wie auch immer, das biochemische, also all diese Dinge in ihrer Gesamtheit machen das Körperliche aus, plus des Lernens, denn wo lebendige organische Materie da ist, haben wir lernen. Also das Wesen von lebendiger Materie, das sie lernt. Es gibt auch im anorganischen Lernprozess, auf die will ich jetzt im Moment nicht eingehen. Nicht? Und das ist die Basis. Damit müssen wir anfangen. Und eigentlich müsste man sagen, wir sind alle und alle Körpertherapeuten. Nicht? Wir arbeiten mit Informationsprozessen, informationalen Prozessen, die wir aufnehmen aus der Umwelt und aus der Binnenwelt. Und die verarbeiten wir und da ist der Ausgangspunkt und der Ansatzpunkt der
Körper. Wir sagen lieber Leib, weil das der belebte Leib ist. Es geht ja nicht um den Korpus, nicht um Korps, Leiche, sondern es geht um den lebendigen Körper, der aufnimmt und verarbeitet. Brauchen wir dann noch Psyche? Und dann, was ist Psyche? Und da muss man sich dann einigen auf Sprachregelungen. Wir sagen, also Psyche, wir reden nicht von der Seele, von denen die Theologen und die Religionen sprechen. Also das ist, können wir glauben, aber das ist nicht etwas, was man therapiert. Also ich als Psychotherapeut, ich würde nie an der unsterblichen Seele, so es sie denn gibt, würde ich nicht therapieren. Ne? Also das ist die Sache von Gott oder von den Seelsorgern, mache ich nicht. Also Psyche, ich brauche einen anderen Begriff von Psyche. Und da sagen wir, es ist die Gesamtheit aller emotionalen Gefühle, Stimmungen, Passionen, all dieses, aller emotionalen, aller motivationalen, also unsere Antriebe, sagen wir lieber als Triebe, also biologische Programme, unserer motivationalen, unserer volitionalen, unserer Willenskräfte, unserer Fantasiekräfte, nicht das alles zusammen bezeichnen wir als seelisch. Plus ihrem Lernen, denn ich lerne natürlich auch etwas über Philosophie oder über Berufsrecht oder darüber, darf ich als Psychotherapeut mit Tieren arbeiten, kriege ich das, bei welcher Kasse kriege ich das angerechnet, welches Richtlinienverfahren erlaubt mir das? Und die Verhaltenstherapeuten sind da ganz gut dran, die dürfen das. Bei den Tiefenpsychologen ist das noch, Psychoanalytikern ist das noch so fraglich, ob sie das überhaupt dürfen. Nicht? Und das sind alles Dinge, die führen mich in Gefühle herein. Ich darf das nicht. Und das ist das Seelische. Ich lerne mit meinen Gefühlen. Und dann sehen Sie, was ich jetzt gerade angesprochen habe, führt uns in einen dritten Begriff, nämlich ins Geistige. Schwierig, schwierig, nicht? Also mit dem Geist. Das heißt aber Embodied Mind. Und wo kämen wir hin, wenn wir ohne Esprit leben müssten? Oder ohne Duch, Duscha, Duch. Also im Slawischen, im Englischen, im Französischen haben wir diesen Begriff Geist und er hat eine andere Konnotation überall. Nicht? Also Geist, denke ich, Hegel. Ne? Und wenn ich Esprit da sage, wird mein Gesicht hell und meine Stimmung geht nach oben. Ne? Und Geist, eine schwere Sache. Aber offensichtlich gibt es sowas wie, und dann noch Mind, Mindfulness und was es so alles gibt. Also diese Gesamtheit aller Kognitionen, aller höheren Kognitionen, eben wie Wissenschaftssysteme oder philosophische Systeme oder ästhetische Systeme und aller basalen Kognitionen, 1 und 1 ist 2, 2 Äpfel und 2 Äpfel sind, Moment mal, 1, 2, 3, 4, nicht? Und dann bin ich bei den basalen Kognitionen, dann sage ich, die Gesamtheit aller basalen und aller höheren Kognitionen plus ihres Lernens definieren wir als Geist. Aber was da zu lernen ist, kommt ja aus der Sozialität. Das heißt also, ich kann Geist nicht definieren ohne eine Humansozialität im Hintergrund. Ich kann Emotionen und auch Leiblichkeit, also Körperlichkeit, definieren, auch ohne eine humane Sozialität. Ich kann also, wo haben wir den Herdenbesitzer? Wir hatten einen Herdenbesitzer gerade da, nicht? Und dann ist er halt Tier unter Tieren, zwar ein besonderes Tier, kein Wolf im Schafsfell, oder vielleicht doch. Und nicht? Da habe ich von den Schafen etwas auf der emotionalen, auf der sensomotorischen, auf der perzeptuellen Ebene zu lernen, aber ich kann eigentlich nicht über das Ordnungssystem von Linné mit ihnen diskutieren, geht nicht. Also der Geist ist etwas, der auf der zerebral-neurophysiologischen Basis möglich ist, als ein Emergenz, als etwas, was aus den physiologischen Prozessen möglich ist, aber er braucht unbedingt die Rückkopplung des Humanmilieus und da reicht das animalische Milieu von Hunden, Katzen und anderen freundlichen Tieren nicht. Ich brauche den anderen Menschen, um den kulturellen Transfer,
der von der protokulturellen Zeit über die kulturelle Zeit, also so 40.000 bis 6.000 vor ist die kulturelle Zeit, und die in der hochkulturellen Zeit etwa von 6.000 vor, also mit dem Neolithikum, begonnen hat. Und ohne diesen Humantransfer von einem akkumulativen Wissen, das keineswegs nur noch genetisch gesteuert ist, sondern epigenetisch gesteuert ist und in einem sogenannten kulturellen Transfer, kann ich nicht Mensch werden. Ich habe das kleine Baby und das ist auf einer animalischen Ebene auf Polyaden gerichtet, nicht nur Mutter-Kind-Diade, das ist ein psychoanalytischer Mythos, sondern Menschen sind wir durch Polyaden geworden, nicht? Monade, Dyade, Polyade, nee, da war schon mal, immer schon Vater dabei und man wird in den Schoß einer Familie hineingeboren und wir sind, Trifarten, bedeutender Säuglingsforscher, auf Friendly Companionship programmiert. Man kommt in die Welt als Säugling und hat dann in den ersten Lebenstagen, innerhalb der ersten zwei Lebenswochen, kann ich den Axelschweiß, stille, nicht? Von sieben verschiedenen Menschen unterscheiden, ich kann die Stimmen unterscheiden, ich bin also auf ein soziales Umfeld programmiert und aus dem heraus nehme ich dann die Informationen. Die Mutter ist da ziemlich wichtig, aber es gibt ja heute diese moderne Form des sogenannten Mappi, also sie geht arbeiten, weil sie halt den hochkarätigen Beruf hat, er ist Hausmann und er macht seine Sache ganz gut, er kann das Intuitive Parenting ganz gut und das Sensitive Caregiving bringen, also all das, was wir als Säuglingsforscher so ausgedacht und beobachtet haben. Und da habe ich den Hund, der macht da mal Schleck, wenn ihm das Baby schmeckt. Also ich meine jetzt freundlich. Es könnte auch sein, dass das mal anders ist, aber das sind dunkle Kapitel, die wir in der tiergestützten Therapie nicht so gerne ansehen. Denn der ist Raubtier. Wir auch. Von wegen Sapiens Sapiens. Wir sehen, wie die Welt im Moment aussieht. Nicht? Also wir sind heute wieder einmal Homo Predator Intelligens, also der intelligente Raubmensch. Also was da ein Manager bei VW gemacht hat, war ja auch Raub, das muss man einfach sagen. Nicht? Der intelligente Raubmensch, das ist die Seite, die wir ungern anschauen und die ist humanspezifisch und die ist natürlich auch tierspezifisch. Nur der Löwe isst halt, wenn er Hunger hat, Gnu und Zebra, naja, ob das nicht ein Artefakt, also das würde mein Biologe in mir schon ein bisschen, ob das nicht ein Artefakt ist, dieser besonderen Situation, die da geschaffen ist. Also, wenn wir über Menschen nachdenken, müssen wir auch über diese Dinge der Intentionalität, der absichtsvollen Gerichtetheit, Gutes zu tun oder auch Böses zu tun, schauen. Und das haben wir beim Tier eben nicht. Und so sehen wir, dass bei aller Übereinstimmung dieser 94,6% genetischer Übereinstimmung, die wir mit den Schimpansen Bonobos haben, oder den 88%, den wir mit dem Rattus norvegicus, gemeine Wanderratte, haben, nicht? Also diese kleine Unterschiedlichkeit von 0,4% macht eine Menge aus. Und wenn man dann noch weiß, dass in einer Schimpansengruppe die genetischen Unterschiede zwischen den randständigen und zentralen Tieren größer sein können als die zwischen Menschen aus Schwarzafrika und Menschen aus Norwegen, ja, dann sagt man, Moment mal, wir sind ja sehr verwandt und sehr spezifisch und wir sind im hohen Maße in unseren kognitiven, emotionalen, volitionalen und sensomotorischen Eigenschaften und Möglichkeiten synchronisiert. So verschieden sind wir gar nicht. Also wir brauchen nichts zu überwinden, wenn hier Menschen kommen, die eine etwas andere Hautfarbe haben. Also genetisch haben sie 0,1 Varianz und die haben sie aber auch in ihrer Nachbarschaft, die, sagen wir mal, etwas hellhäutiger ist. Das war jetzt eine biologische Aussage. Und auf der Ebene des Geistes wäre das eine humanitäre Aussage. Und diese humanitäre Aussage kann ich hier von meinen Cousins und Cousinen nicht erwarten.
Und damit kommen wir mitten in die Probleme eben tiergestützte Therapie. Und ich zeige Ihnen ein Problem auf. Was haben wir denn in der tiergestützten Therapie für eine Situation? Wir haben einen Patienten, das ist Nummer 1. Der hat eine ICD-10 oder DSM-4 Diagnose und hoffentlich sind noch ein paar andere diagnostische Instrumente eingesetzt worden. Und dann hat er den Rechtsstatus eines Patienten. Also bitte nicht von Kunden reden, dafür haben wir keinen Schutz, keinen Patientenschutz. Und bitte nicht von Kunden reden, dafür zahlt die Kasse nichts. Und auch nicht von Klienten reden, da zahlt die Kasse auch nichts. Also da muss man also wirklich gucken, Patienten haben einen Rechtsstatus, ein besonderer Schutz, da ist Schweigepflicht an, das ist da. Das ist im Bereich des Geistes, da braucht sich also hier der Pudel, und der ist ja klug, sagt man, braucht der Pudel sich keine Gedanken zu machen. Also wir haben diesen Patienten, und dann haben wir als zweites wichtigstes Moment der therapeutischen Situation, den Therapeuten. Und die therapeutische Beziehung macht 30%, 1-30%. Es gibt keine gute Passung, es gibt einen schlechten Therapeuten, es gibt einen unzugänglichen Patienten. 1-30% der Wirksamkeit in Psychotherapien, in Therapien, integrativen Therapien, ist der therapeutischen Beziehung geschuldet. 1-30%. Also niemand stolz sein, Mensch, die therapeutische Beziehung, ich bin ein wunderbarer Therapeut, und deswegen, da muss man sehr kritisch schauen, jetzt nicht auf die Therapiemethode, sondern auf die Art des Menschen, der da sitzt und mit seinem Mitmenschentier arbeitet. Und dann haben wir 1-15%, die der Therapiemethode geschuldet sind. Das bezieht sich auf Psychotherapie, nicht? Also 1-15% nur von dem ganzen Prozess wird durch die psychotherapeutische Methode erklärt, und da muss man auch sagen, dass Laientherapien auch bei traumatischen Situationen, da sind die sehr gut, die Laien, dass Laientherapien genauso gute Effektstärke haben wie professionelle Therapien und dass Selbsthilfegruppen hervorragende Ergebnisse haben. Also wir brauchen hier einen anderen Menschen, der diese 30% möglichst gut ausschöpft. Und die Therapie über die Methode ist nicht so stark. Dann haben wir 15% Placebo-Effekte, die haben wir über 1-15%. Und dann haben wir 40% haben wir extratherapeutische Einflüsse, also Einflüsse aus der Alltagswelt. Wir haben ein Kind bekommen, ich habe die Kündigung bekommen, wir sind verzogen, mir ist die Hütte abgebrannt, mein Hund ist gestorben. Oder wir haben einen Hund bekommen, nicht? Dann höre ich schon den Rütters, was man alles beachten muss, wenn Hunde in eine Familie kommen. Nicht? Dann sagt der Hund, ich gucke mir mal erstmal die Familie an. Nicht? Also einen besseren Anthropomorphismus können wir gar nicht kriegen, wie der das immer macht. Aber es macht uns allen Spaß, dass ich jetzt diesen zweiten großen Faktor, die Therapeutenvariable, ganz stark ansehen muss und sagen, wie gut ist denn der Therapeut mit diesem Patienten? Und zwar generell und störungsspezifisch. Also passt das, was der Therapeut auf dem Schirm hat, kognitiv, aber auch emotional, seine Schwingungsfähigkeit zu jemandem, der eine Persönlichkeitsstörung hat oder der eine majore Depression hat oder eine Dysthymie mit Double Depression, ist das ein gutes Match. In der Zwischenzeit liegt der Labrador oder der Berner Sennhund friedlich da und sagt, lass die mal denken. Das sagt er nicht, also er sieht, sie sind mit was anderem beschäftigt. Wohingegen der Fox Terrier, Jack Russell, oh je, da kann man nicht gut. Oder der Erdel, wunderbar, auch gibt genügend Power in der Therapie, kann aber auch ruhig sein. Also die sitzen oder liegen so lange, bis im Kopfe des Patienten und im Kopfe des Therapeuten so an der Passung gearbeitet worden ist. Wir können miteinander. Und dann kommt der ins Spiel, die dritte Größe. Und er kommt natürlich auf Tierweise zum Menschentier.
Und er kommt auf Tierweise zum hochkulturellen Humanprimaten. Und da haben wir eine Passungslücke, eine Gap, eine Explanatory Gap, die nicht zu überbrücken ist. Das muss man wissen. Was kann das Tier leisten da drin? Was kann das Tier störungsspezifisch leisten? Bei welcher Störung kann ich mal gar nicht von Allergenen zu reden, von Phobien zu reden oder von Leuten, die einfach mit Tieren nicht können. Denn wir können nicht unbedingt von der Biophilie-Theorie von Wilson ausgehen. Das ist aber ein anderes großes Kapitel. Nicht? Wir haben ein Vernutzungsverhältnis zur Natur. Also eher eine Ausbeutung statt eine Philie. Das zeigt unabweisbar und nicht wegdiskutierbar die ökologische Situation, die nicht 5 nach 12 ist. Also eigentlich ist in vielen Bereichen gar nichts mehr zu machen auf die nächsten 100 Jahre. Und das muss man als tiergestützter Therapeut natürlich auch wissen. Das heißt also, weil der Humantherapeut, der da sitzt und sich als Naturtherapeut geriert, weil der in der Natur lebt, muss er auch alles über die Natur wissen, über unseren Footprint, der jetzt schon mal 1,5 so viel hernimmt von der Welt, als diese Welt zu geben hat. Bei 2030 sind es schon 2 Welten, die wir brauchen. Und dann müssen die ganzen Tierfreunde mal schauen, was sie an unseren leer gefischten Meeren mittragen. Und dann wird das wirklich sehr schwierig. Und da kommen wir wiederum nicht aus um diese Frage des Geistes und der dahinterstehenden Sozialität. Jetzt haben wir Mensch, Mitmensch, Patient und Therapeut in unterschiedlichen sozialen Rollen, haben wir Hund in der speziellen Funktion, die Therapie zu unterstützen. Und dann kommt noch ein drittes hinzu, nämlich der Kontext. Also mache ich das in der Halle, Pferde, ne? Oder reite ich mit meinen Patienten im Military, nicht gerade ungefährlich, auch in meinem Alter schon mache ich nicht mehr, früher gemacht. Und nicht, dann kommt also dieser Kontext ins Spiel, der so wichtig ist. Denn wenn ich mit dem Hund durch die Landschaft gehe, dann habe ich, je nachdem wie die Landschaft ist, habe ich auch noch eine ganz starke Kraft, die eine modifizierende Wirkung hat auf das, was geschieht. Und dann sehen wir, dass eine tiergestützte Therapie, die den Landschaftsfaktor auslässt, sei das Garten, sei das Pflasterstrand, sei das Ausfallstraße, Zubringer zur Autobahn, höchst toxisch, verkürzt meine Lebensdauer. Also ist das auszublenden? Nein, geht nicht. Dann müssen Sie sich Ihre Therapiezimmer ansehen, was da so hängt an Bildern. Dann müssen Sie sich die Kindertherapie und dann müssen Sie gucken, ist das hundegerecht? Denn Sie wollen ja. Artgerecht kann man ja nicht. Es ist nicht artgerecht für Hunde Therapie zu machen. Nicht? Das muss man ganz klar sagen. Es ist auch nicht artgerecht für Lamas mit Menschen, in der Gruppe Menschen therapeutisch zu arbeiten. Das sind spezielle Formen der Domestizierung. Wenn ich da tierphilosophisch drüber nachdenke und Herrn Nieder-Rümelin und all diese Tierphilosophen dann lese, dann ist klar, also da ist echt Nachdenkbedarf. Nicht? Dann kann man sagen, wir handeln so, dass der Hund sich halbwegs in der domestizierten Form mit uns wohlfühlt. Und dann wurde eben hier von Luchsen gesprochen und die fühlen sich mit uns nicht wohl, obwohl man die auch handzahm kriegt. Also das ist an sich nicht so schwierig. Geboren, Kätzchen und so. Man weiß nur nie, wann der zubeißt. Nicht? Es hat es ja in Las Vegas gegeben, dass irgend so ein nettes Tier, so ein Silbertiger, der mal plötzlich am Halse seines Herrchens war, und dann sieht man, es war gar kein Herrchen, weil man ein Wildtier nicht beherrschen kann. Das bleibt also immer das. Jetzt habe ich diese 4 Größen, und die müssen wir in der tiergestützten Therapie natürlich betrachten, und wir müssen betrachten, wenn wir mit diesen 4 Größen arbeiten, was ist denn da wirksam über eine Naturpädagogik hinaus, über persönliches Wachstum, was ja auch eine wichtige Sache ist, hinaus, über
gewisses Stress puffern, aber dann kann ich ja auch Kabat-Zinn machen, dann muss ich nicht unbedingt Hund nehmen. Ne? Also kann ich auch in einen buddhistischen Tempel gehen oder Exerzitien, es gibt ja viele Möglichkeiten eben zu puffern. Also was ist da spezifisch? Spezifisch worauf? Spezifisch um eine ICD-10 diagnostizierte Störung des Erlebens und Verhaltens zu verändern. Eine Störung, die Krankheitswert hat, das bedeutet eben auch, dass ich die Erkrankung, die Störung und eben nicht nur die Störung, die ich jetzt im SCL90 derogatis also in irgendeiner Beschwerdeliste gemessen habe, sondern auch, was sind das für Störungen in den sozialen Bereich hinein. Kommen wir wieder an ein großes Problem der Psychotherapie, der konventionellen, nicht? Man macht Einzeltherapie. Eigentlich ein unsinniger Begriff, gibt nicht, nicht. Also die kommen zu mir, in Therapie sind wir schon zwei. Und dann sagen sie, ich habe Schwierigkeiten mit meinem Sohn, dann sind wir schon drei. Weil ich habe den Hund angeschafft, sind wir dann vier? Ja, wir sind auch vier. Jetzt kommt der Hund noch dazu. Und dann arbeiten wir in einer Polyade. Und dann, wenn ich eine DSM-4-Diagnose, ICD-10-Diagnose, wir sind ja nicht in Holland, also eine ICD-10-Diagnose nehme, dann muss ich natürlich nicht nur sehen, was sagt denn die majore Depression an Symptomatik und in einer kombinatorischen Therapie, welches SRI, welches Serotoninpräparat gebe ich denn, sondern ich muss auch gucken, wie ist denn die Familie? Und ist in der Familie vielleicht ein Hund? Und ist der Hund depressiv? Also wie viele depressive Hunde, wie viele verängstigte Hunde, wie viele borderlineige Hunde haben wir Menschen auf dem Gewissen? Nicht diejenigen, die sich mit den Tieren befassen, wissen das. Also wir brauchen dann im Blick auch, ist das ein Hund, den ich in der Aktivierung der psychischen Muster, die in diesem Patienten dysfunktional geworden sind, kann ich den da einsetzen? Und wie geht das und wie führe ich den? Und damit kommen wir in diesen vierten Bereich, den ich noch nicht tiefer betrachtet habe. Das sind diese 40% Alltagsbedingungen, 40% nicht klinischer Bedingungen, die die Veränderung in einer Therapie machen. Das, was den individuellen Lebensstil dieses Menschen ausmacht. Und wenn ich zu keiner Lebensstilveränderung komme, dann kann ich den gut verhaltenstherapeutisch therapieren. Mittelschichtsergebnisse sind nicht schlecht bei Depressionen, selbst bei Majoren, es sei denn, sie sind chronifiziert, dann sieht schon schlecht aus. Aber gut, wir haben also dann da diese 70% der Leute, die nach einem halben Jahr bis einem Jahr gebessert sind. Oder sogar symptomfrei, nicht auf der Beck-Skala findet man nichts mehr. Und dann gucken wir zwei Jahre später und da sind 50% dieser Leute wieder im vollen Krankheitsbild. Da fragt man sich, warum, wieso, weshalb? Ich habe das mit dem Klaus Graf, ich war ja 10 Jahre von 80 bis 89 dann an seiner Abteilung und habe die Supervision der Praxisstelle gehabt. Wir haben darüber gesprochen, also was ist da los? Und heute beginnt man Rückfallprophylaxe zu machen bei der Depression, weil wir das aus der Drogentherapie kennen. Aber ich kann noch so viel Rückfallprophylaxe machen, wenn ich den Lebensstil eines Menschen nicht verändern kann, dann habe ich schlechte Karten. Da kommen dann also unsere Cousins und Cousinen rein und dann sagt man, okay, Hund haben oder nicht haben, ist eine Frage des Lebensstils. Nicht? Also es gibt Katzenbesitzer und unglückliche Menschen, soll mal Petrarca gesagt haben. Und für die viele Menschen, Katzenfreunde, ist das wirklich, wirklich wahr. Nicht? Wenn ich einen Hund habe, muss ich mit dem raus. Müsste ich mit dem raus, das arme Tier, die vielen armen Tiere, die nicht rauskommen. Aber gut, nicht? Also wenn ich den Hund habe und dann wenn ich auch noch Pflanzen habe und wenn ich vielleicht noch beim Stadtgarten mitarbeite, beim Guerilla-Gardening, gibt es ja alles. Nicht? Also ich muss nicht in der Steinwüste leben, also ich könnte auch im Stadtgarten mit Urban Gardening. Dann kriege ich, und dann gehe ich vielleicht noch einen Eifelverein oder einen Alpenverein, bin zweimal im Monat bin ich dann unterwegs in England und Neuseeland, eventuell auf Verschreibung, sogenannte Green Prescription.
in Japan eventuell zum Waldbaden. Also das macht etwas mit mir, wenn ich meinen Lebensstil ändere und den näher an die Natur heranbringe, denn wir sind der Natur noch nicht entkommen. Also das Servogehirn ist noch nicht da, ist noch nicht, Zyborgs sind wir auch noch nicht, wird vielleicht, ja doch, gibt es teilweise schon. Nicht? Also wenn ich den Chip zum Parkinson implementiert bekomme, bin ich schon eigentlich auf der Zyborg-Seite. Aber wenn man das vermeiden kann, ist es doch besser, wenn ich meinen Lebensstil ändere. Nicht? Wenn ich die Bewegung habe, ein kardiovaskulopulmonäres Ausdauertraining habe, und dafür braucht man eigentlich einen Hund, der eine gewisse Power hat. Nicht? Und dann sage ich, he's got the power. Ja, ich nicht, ich bin depressiver, he's got the power. Und dann gehe ich dann mit meinem Erdel durch die Lande. Lebensstilveränderung. Und das ist etwas, was die modernen Psychotherapien dringend brauchen, dass sie von dem Psycho ein bisschen wegkommen und sich auch als Naturtherapien verstehen, als Humantherapien mit dem Human Animal, das auch naturgemäß lebt. Und wenn wir jetzt die sogenannten Zivilisationskrankheiten anschauen, die explodierenden Diabetes 2-Zahlen, die explodierenden Zahlen in den Abhängigkeiten, in den stoffgebundenen und sogenannten nicht stoffgebundenen Suchten, gibt es nicht. Ne? Das ist eine Irreführung. Wir sind dann abhängig von unserem körpereigenen Dope. Ne? Also wenn ich jetzt spielsüchtig bin, dann gucke ich, dass ich immer die Adrenalin- und dopaminären Belohnungen bekomme. Also all diese Dinge, wenn ich die einbeziehe, kommt es eben darauf an, Lebensstil zu verändern. Insofern sage ich, die dritte Welle, die wir in den Psychotherapien jetzt ansatzweise haben, insbesondere in der Verhaltenstherapie, aber auch in einigen Formen der humanistischen Therapie und in einigen wenigen der systemischen Therapie, diese dritte Welle muss in starker Weise naturbezogen sein. Biologisch denken und gleichzeitig im biologischen Wissen, es gehört zu unserer Biologie, Kulturwesen zu sein. Das heißt, wir können das Soziale und Kulturelle nicht rauslassen. Wir machen auch nicht nonverbale Therapie. Wir brauchen die Interiorisierung, Vygotsky. Nicht Introjekte, Interiorisierung von anderen Menschen, von denen wir bevölkert sind, um Sprache, um Wertungen, um Wohlsein oder Unwohlsein aufzunehmen und unsere Selbstregulationsprozesse als Selbstregulation mit anderen in guter Weise zu inszenieren. Gut, das einmal so etwas kompakt und dann sehen Sie vielleicht, wer hier spricht. Ich bin promovierter Psychologe und promovierter Philosoph, habe Psychotherapie seit Anfang der 70er Jahre gelehrt, also ein Oldie in diesem Feld, habe Leibtherapie gemacht und habe seit Ende der 60er Jahre mit Tieren und Landschaft gearbeitet, nämlich im Bereich der Drogentherapie. Habe ich auch schon ein bisschen drüber geschrieben damals. Und zwar nicht, dass ich jetzt mit den Tieren Psychotherapie gemacht habe, das habe ich damals nicht bedacht, sondern ich habe gesagt, die Tiere gehören mit in ein natürliches Feld rein und ich arbeite feldbezogen. Levin lässt gerade grüßen, nicht? Also feldbezogen. Und dann habe ich 1965, da war ich also noch im Studium, aber schon fleißig publiziert. Vorher hatte ich eine Landwirtschaftslehre und Melkerlehre, also da kommt das, Agrarbiologe als Vater, also immer mit Tieren groß geworden. Also hier spricht eben ein Naturmensch auch, aber auch jemand, der philosophisch ganz gut unterwegs war und ist und eben auch ein klinischer Psychologe, und zwar ein forschungsorientierter. Und 1965 habe ich dann einfach mal so einen Aufsatz geschrieben im Geronto-Kontext, da habe ich also alte Leute gesehen und dann sagte ich, ja, was brauchen die? Ja, die brauchen keinen, ich lag auf einer Couch damals, das brauchen die sicher nicht. Nicht? Also die brauchen Bewegung. Die brauchen Erleben von Natur. Und was brauchen sie sonst? Sie brauchen Emotionen, sie brauchen lebendige Beziehungen, sie brauchen mitmenschlich, zwischenmenschliche Wärme und sie brauchen auch geistige Anregung.
Und das geht eben auch nur in einem sozialen Raum. Und wenn dann alles eingegrenzt, kleines Zimmer, keine kommunikative Flächen, dann habe ich keine Ökologie, die das unterstützt. Und dann habe ich das, was heute noch die anthropologische Grundformel ist, die ich heute anthropologisch-mundanologische Grundformel nennen würde, geprägt. Die heißt, der Mensch ist ein Körper, Seele, Geistwesen, die drei Größen habe ich definiert, in einem sozialen und ökologischen Umfeld. Das heißt, der Mensch ist fünfdimensional ökologisch. Ich bin ökologisches Wesen, ich bin hier in der Ökologie. Ich habe soziale Umfeld, ich bin mit Ihnen hier. Und mit den Menschen, die mir lieb sind und die ich in mir trage, die sind nämlich auch da. Die sind nicht irgendwie weg, sondern die können sofort auf, aha, Enkel kommt gerade nach vorne. Jan heißt der, ne? Taekwondo-Mensch mit 13, braune Gurt, ja? Ist nicht aus der Art geschlagen, habe ich auch, also ich bin Schwarzen. Und so, ne? Also die innere Bevölkerung ist da. Körper, Seele, Geistwesen im sozialen, ökologischen Umfeld. Fünf Größen. Nee, und das ist der Mensch. Und wenn ich eine destruktive Ökologie habe, wie im Banlieue der französischen Städte, kann ich eigentlich keine gute Therapie machen. Nee, da müssen wir was verändern, da müssen wir begrünen. Wenn ich ein destruktives soziales Umfeld habe, Droge und Co., Missbrauch und Co., Flüchten, Migration, Vertreibung und so weiter, nicht? Ganz schwierig, was zu machen, das Soziale. Und dann sehe ich dann, wie ist das denn mit der geistigen Fütterung? Also wie viel Information kriegt der informierte Leib an einer differenzierten Sprache zum Beispiel? Und wie viel Gewalt bekommt er mit, Emotion, oder wie viel Liebe bekommt er mit? Oder wie viel Naturliebe kommt er mit? Denn die ist eben nicht nur oder stark disponiert angeboren. Ich bin kein Freund von dieser Biophilie, nicht? Also wenn wir Kinder auf sorgsames, achtsames Umgehen mit der Natur sozialisieren oder ökologisieren, sage ich, dann haben wir eine Chance, dass die sich auch ökologiegerecht verhalten. Nicht? Und dann muss ich eben schauen, wie sieht das denn mit meiner physischen Fitness aus, denn die gehört dazu. Nicht, also eine Depressionstherapie mit einem deprimierten Leib, wo der Tonus unten ist, der Hauttumor daneben ist, ohne dass ich ein kardiovaskulopulmonäres Training mache, das die Physiologie umstrickt, komme ich nicht weiter. Und die an meiner Abteilung durchgeführten sogenannten Amsterdamer Laufstudien, die zeigen sehr deutlich im Vergleich mit Psychotherapieformen, tiefenpsychologisch oder experientiell, ist spezielles Laufen in der Behandlung von majoren Depressionen effektstärker. Nicht? Und dann muss man sagen, ja, aber da ist auch ein Therapeut, ein Lauftherapeut dabei gewesen, sehr wohl. Und da waren ja auch andere Menschen dabei, sehr wohl, also keine Einzeltherapie. Oder ich bin mit dem gelaufen, dann waren wir auch zwei und haben uns unterhalten beim Laufen über die Familienprobleme und dann waren wir schon wieder viele. Ich hoffe, dass an diesem Bild deutlich wird, was integrative Therapie, und das ist jetzt nicht eine Petzold-Sache, nicht? Es gibt viele andere Kolleginnen und Kollegen, etwa aus dem Bereich Eutymotherapie, in der Verhaltenstherapie, die da auch schon ein bisschen unterwegs sind. Die Tiere wandern in den VT-Bereich ein, hoffentlich auch in den tiefenpsychologischen Bereich ein, und dahinter steht ein solches Menschenbild. Und das ist ein, das steht in dieser Veröffentlichung drin, ein biopsychosozioökologisch, so nannte ich das, ein biopsychosozialökologisches Menschenbild. Und wenn Sie das Buch von meinem Freund Josef Egger, Verhaltenstherapeut, das ist der Grave von Österreich, das ist gerade in einer von mir rausgegebenen Reihe erschienen, integrative Verhaltenstherapie, dann sehen Sie dieses biopsychosoziale Modell. Wir waren viel im Gespräch und der vertritt eben auch Biopsychosozioökologie, ökologisch, nicht? Das war eben nur etwas zu komplex, aber ohne Ökologie mit drin zu haben, habe ich die Tiere nicht drin und habe ich die Umwelt nicht drin, deren Destruktion uns destruiert. Und dann sehen Sie,
wir haben also Körper, Seele, Geist, Wesen im sozialen, ökologischen Kontext, Kontinuum. Nicht? Wir sind Wesen in der Zeit. Und Wesen der Zeit heißt also nicht nur zurückschauen, Freud und so weiter, sondern auch mit Adler mal nach vorne schauen. Wir sind Menschen im Entwurf. Nicht? Der Mensch ist ein Mensch im Entwurf. Und deswegen im Kontinuum haben wir auch das Gestalten unseres Lebenskunstwerks, wie Michel Foucault sagte. Nicht? Also das Leben eines Menschen, könnte es nicht ein Kunstwerk sein? Ja. Und für einige ist es eben mit der Malerei und für die anderen mit den Tieren. Und dann sehen Sie, dass wir intervenieren müssen auf der Körperebene, auf der Seeleebene in der definierten Weise, nicht, also jetzt nicht Unsterbliche, auf der Geistebene, das sind auch unsere Ideologien und da kann auch die Religion reinkommen. Also warum nicht die Lebensphilosophien dann? Und dann sehen wir, dass wir im Arsenal der Psychotherapiegeschichte und nicht nur der Psychotherapiegeschichte, da gehören die Argos dazu, da gehören die Heilpädagogen dazu und so weiter, haben wir Instrumente, nicht? Welche, die mehr beim Körper sind, die Bewegungstherapien, Sporttherapien heute, Diätetik, Ernährung, ganz riesiges Thema, nicht nur für den Hund wichtig, liebe Mittiere, die Ernährung, nicht? Und dann haben wir die Psychotherapien, dann haben, na, das ist Gestalttherapie mit Emotionen und Psychodrama, soziale Rollen, die Logotherapie, griechisch Nous, Geist. Also natürlich haben Menschen immer meditiert. Und das können wir in den jungallsteinzeitlichen Kulturen, können wir Indikationen dafür finden, dass die meditiert haben. Wahrscheinlich waren ein großer Teil der Felsmalereien auch meditative Praktiken, denn da gibt es also solche, ach nein, ich verplausche mich da zu sehr rein, das ist ein Lieblingsthema, weil ich da in diesen Höhlen auch selber rumgekraucht habe. Aber es gibt, das waren auch meditative Orte. Und wenn Sie jetzt Stone Age und alle großen Kultstätten sehen, das sind meditative Orte, das heißt, der Mensch hat sich auch von der Natur berühren lassen und er begann eben auch über Natur nachzusinnen. Und insofern ist es ganz gut, dass wir diese Achtsamkeitswelle bekommen haben, nicht, dass das reingeholt wird. Und Soziotherapie, klar. Nee, nicht klar. Viel zu wenig Netzwerktherapie, die in der Psychotherapie gemacht werden. Familientherapie, aber auch Netzwerk, Freunde, Freundinnen. Wichtigster Schutzfaktor, empirisch gut gesichert, der Frau ist die beste Freundin. Und dann haben wir die Ökotherapie und die ist noch unbelichtet. Und da müssen wir investieren und da können die tiergestützten und landschaftsgestützten und gartentherapeutischen und Wilderness Therapy und Hiking Therapy und Waldbaden, all diese neuen Erkenntnisse können hineingebracht werden und dann kommen wir zu einer integrativen Therapie mit einer neuen Welle. Ob das nun die dritte ist oder die vierte, ist nochmal eine andere Frage. Ja, ich danke Ihnen.